Genießer gegen Favorit, so könnte man die Partie Lichtenberg 47 gegen Energie Cottbus bezeichnen. Der Berliner Aufsteiger spielt bisher eine sehr ordentliche Regionalliga-Saison und hat schon so manchen Favoriten zu Fall gebracht. 10 Punkte holte der Aufsteiger gegen 4 Top-Teams der Liga. Energie könnte durch einen Dreier in Lichtenberg auf Alt-Linike aufschließen und so den nächsten Spieltag zu einem echten Spitzenduell zwischen Erstem und Zweitem werden lassen. Aber erstmal muss die Hürde heute genommen werden. Dafür kehrt Kapitän Dimitar Rangelov in die Startelf zurück. Orhan Yildirim macht für ihn Platz und sitzt zunächst wieder auf der Ersatzbank. Die Hausherren sind in den ersten 10 Minuten aktiver. Cottbus reagiert nur und so kann Philipp Einsiedel in der 9. Minute bis in den Strafraum eindringen. Bektic will abwehren und trifft dabei Thomas Frechler. Flummiartig fliegt der Ball am Tor vorbei. Das hätte auch schief gehen können. Freistoß von der linken Angriffsseite nach Foul an Dimitar Rangelov. Berkan Tatz bringt den Ball auf den kurzen Pfosten. Jan Koch ist mit dem Kopf dran, aber in Richtung Tor geht er nicht. Es ist bisher die größte Möglichkeit für die Gäste. Das Spiel ist eher unaufgeregt. Beide Teams neutralisieren sich zum großen Teil und sind auf Sicherheit bedacht. Lichtenberg macht das gut bisher und die Cottbusser Offensive lässt auf sich warten. Wenn sie mal ins Rollen kommt, passt es aber zumindest in der 34. Minute eigentlich die erste richtige Chance für den FCE. Diagonalpass von Tobias Eisenhut auf Moritz Bruschinski. Der kann sich orientieren und sieht, dass Rangelov frei ist. Der Cottbuser Routinier lässt Wollert im Tor keine Chance und macht das 1:0 für sein Team. Einmal gut und schnell gespielt und schon führt der Favorit. Lindemann und Sinan gucken sich an, frei dem Motto: Warum warst du nicht da? Am Ende waren beide weit weg und Rangelov macht, wofür er bezahlt wird. Freistoß nach dem Rückstand von der rechten Angriffsseite für Lichtenberg. Der Ball fliegt hoch hinein. Moser will ihn greifen und nachfassen, hat ihn fest. Das war mal kurz spannend. Von links geht es bei Energie auch spielerisch. Tatz auf Borgmann, der durch eine Drehung Platz hat und den Ball in den Strafraum hebt. Moritz Bruschinski wollert mit einem klasse Reflex. Den hätte der Cottbusser aus 5 Metern auch in eine der beiden Ecken setzen können. Dann hätte es hier 2:0 gestanden, hätte Fahrradkette. Laufen lassen können die Berliner Feierabendfußballer den Ball, aber auch in der 45. Minute geht es über links schnell in Richtung Strafraum. Müller klärt zur Ecke, Lennart Moser liegt nach deren Ausführung zwar im Netz, aber der Kopfball von Brechler ging knapp am linken Pfosten vorbei, da jubelten schon einige Heimfans im Stadion. Danach ist Pause, Cottbus liegt verdient vorn, ohne dass Lichtenberg viel falsch gemacht hätte. Einmal ging es schnell durch die Defensive und schon führte der FCE, die hinten aber auch nicht viel zuließen. Wollets Taktik geht auf, denn die Berliner spielten bisher gegen dominierende Mannschaften mit schnellem Umschaltspiel und Kontern. Durch das abwartende Spiel zog der FCE da den Stecker. Das sieht nicht immer schön aus, ist aber bisher sehr effektiv. Einzig den Vorwurf, durch Bruschinskis Kopfball nicht schon 2:0 zu führen, könnte man dem Team anheften. Mit dem Ergebnis lege Energie gleich auf mit der VSG Alt-Linike. Ihr seht diese Highlights bei FC Energie TV. Jedes Heim- und Auswärtsspiel in der Regionalliga Nordost begleitet und eine Spielzusammenfassung erstellt. Das kostet viel Zeit und Technik. Dafür gibt es die Abos auf www.steadyhq.com/fcenergietv. Die erste Hälfte der Unterstützer lest ihr jetzt, die zweite nach Spielende. Es gibt auch ein Abo für den FCE Wintertalk, der dieses Jahr am 15.12.2019 mit Spielern und Trainern stattfinden wird. Wer live dabei sein will, braucht ein Abo. Es geht weiter in Berlin. Lichtenberg wechselt auf der rechten Seite gleich zweimal. Energie kommt unverändert wieder aufs Feld. Die Hausherren kommen aktiver aus der Kabine. In der 57. Minute geraten sie jedoch nach einem Befreiungsschlag in die Rückwärtsbewegung und Energie setzt nach. Rangelov kann gegen Lukas Lindemann den Ball erkämpfen. Berkan Tatz gegen Heuwitz. Er ist durch und schiebt ihn in die rechte Ecke. Sein 10. Saisontreffer ist das 2:0. Die Berliner protestieren wegen Foulspiels an ihrem Kapitän. Schiedsrichter Gaunitz winkt aber sofort ab. Den Fehler muss sich Heuwitz selbst auf die Fahne schreiben. Kann sich der Aufsteiger noch einmal berappeln? Nur eine Minute später versuchen sie es. Über Christian Garbe auf der linken Seite. Rückpass auf Brechler. Drüber gab es Einsatz gegen Eisenhut. Hätte man noch abpfeifen können, er drückt den Mittelfeldmann mit dem Arm runter. Nun wird's kausal, denn die nächsten 10 bauen alle aufeinander auf und der Name von Lichtenbergs Neuner wird mehrmals fallen. Brechler wirft in der 63. Minute alles rein. Sein Kopfball ist nicht schnell, aber platziert kommt er aufs Tor. Moser macht sich lang und hat ihn. Ecke. Die wird geklärt, aber die Lichtenberger protestieren erneut. Aus nächster Distanz springt Zickert der Ball an die Hand. Den Arm hatte er am Körper. Gaunitz entscheidet zunächst auf Ecke. Doch der Assistent hat noch Klärungsbedarf und nun zeigt Gaunitz auf den Punkt. Viel reklamieren hilft manchmal auch viel. Zickert zeigt's an. Was soll er denn machen? Beamen wurde noch nicht erfunden. Sein Arm ist am Körper und der Ball trifft ihn aus
kürzester Distanz. Kapitän Heuwitz tritt an, schießt Moser richtig im Ratten und hat ihn. Müller klärt zur Ecke. Die Emotionen entladen sich noch kurz. Bruschinski und Brechler sehen gelb. Dann geht's weiter. Garve bringt die völlige Ecke ins Zentrum. Dort wartet wer? Richtig, Brechler. Kurz vor der Linie klärt Bektic. Moser bedankt sich direkt bei ihm. Weiter geht's mit Garves Ecken. Diesmal höher und weiter. Aber am Ende gleichen sich die Ergebnisse und Namen. Erst klasse von Brechler aus der Drehung geschossen. Doch Moser ist da. Brechler in der 67. Minute erneut gegen Moser. Der Cottbusser Keeper bleibt Sieger. Die Abwehr könnte ihm in seinem Privatduell ruhig mal wieder helfen. Das waren 6 Chancen in den letzten 10 Minuten. Wenige Minuten später probiert es Brechler erneut. Zickert rettet und der Neuner verletzt sich dabei, kann aber weitermachen. In der 79. Minute hätte Brückmann schon das 3-0 machen müssen. Doch er traf nur Wollert anstatt eine der Torecken. Wir können euch die Szene leider nicht zeigen, da unsere Kamera eine kurze Auszeit genommen hatte. Dafür die 93. Minute hoch und weit probieren es die Lichtenberger noch einmal. Doch der Ball kommt postwendend über Eisenhut und Geister zu Beasit, der allein vor Wollert verzieht. Das war's dann auch. Cottbus nimmt die 3 Punkte verdient mit und macht aus 5 Chancen 2 Tore. Lichtenberg hatte deutlich mehr Möglichkeiten, macht aber nichts daraus. So steht Energie Cottbus nun am Ende der Hinrunde punktgleich mit der VSG Altlinike auf Platz 2. 2 Spiele sind es noch im Jahr 2019. Nächste Woche kommt es in Berlin zum Spitzenduell mit den Tabellenersten. Am 14.12. kommt Hertha 2 nach Cottbus. Hier nun der zweite Teil der FC Energie TV Unterstützer. Danke an euch. Am 15.12.2019 findet der diesjährige Energie Wintertalk mit Spielern und Trainern in Cottbus statt, zu dem Abonnenten eingeladen sind und ein Ticket erhalten. Den 15.12. also schon mal dick im Kalender eintragen. Bis zum nächsten Mal.